Werbejournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Am Dienstag sind das unsere Themen. Bunte Jetons, Landart übergibt Spielsteine an Narren. Ausgezeichnete Bilder, Preise für Fotowettbewerb und heiße Diskussion. Taz-Redakteure forschen in Grottendorf. Glück auf, gut, dass Sie da sind. Glaubt man den Statistiken, dann ist das Erzgebirge weiterhin ein sehr beliebter Urlaubsort. Nicht unbedingt klassisch über eine oder zwei Wochen, aber für einen Kurzurlaub ist die Region stets eine Reise wert. Da sind in der kalten Jahreszeit Skisportangebote und natürlich die Weihnachtszeit absolute Zugpferde. Ansonsten werden auch Wander- und Wellnessangebote sehr gern genutzt. Und das oft unbemerkt derer, die hier in der Region wohnen. Der Tourismus wird außerhalb der klassischen Zentren meist gar nicht wahrgenommen. Aber wie lebt es sich eigentlich im Erzgebirge? Das wollten Redakteure der Berliner Taz, einer Tageszeitung, herausfinden und hatten zur Diskussion eingeladen. Grottendorf war eine Station einer ganzen Reihe von Besuchen in ganz Deutschland. Stadtteile von Berlin, Wuppertal, Neunkirchen im Saarland oder Schleife in Brandenburg waren bereits Stationen. Nachzulesen ist alles unter taz.de in der Rubrik Mein Land. Auch schon über Grottendorf steht dort einiges. Wie es war, weiß Patrick Schmiedl. Berliner stiften Diskussionen in Grottendorf an. So könnte man die Veranstaltung am vergangenen Freitag in Grottendorf am besten beschreiben. Redakteure der Berliner Tageszeitung Taz waren im Rahmen ihrer Taz-Mein-Land-Tour zu Besuch im Erzgebirge. Die Zeitungsmacher wollen die Stimmungen in eher kleineren und unbekannten Orten in ganz Deutschland einfangen. Zu Beginn wurden die Gäste durch Moderator und Taz-Redakteur Jan Feddersen gleich aufgefordert, sich intensiv an den Diskussionen zu beteiligen und nicht nur stumm zuzuhören. Dieser Aufforderung wurde auch prompt Folge geleistet durch AfD-Direktkandidat Carsten Teubner. Dieser ging gleich auf Stimmenfang und erklärte, weshalb er damals der Partei Alternative für Deutschland beigetreten war. Durch Grottendorfs Altbürgermeister Bernd Reinhold gab es auf diese Aktion gleich Konter. In Grottendorf ist deshalb zu viel geworden. Übrigens, wer Grottendorf nicht kennt, hat auch einen Verband. Fiel mir gerade so ein. Weil in den ganzen Jahren der Gemeinderat ein Motto hatte: Sache vor Politik. Dort kam also nicht raus: Ich bin dort, ich bin dort, ich bin dort. Es ging um die Sache. Und da sind wir heute noch ganz stolz drauf. Der erste Teil der gut dreistündigen Veranstaltung wurde von der Flüchtlingspolitik beherrscht. Sebastian Martin, Bürgermeister von Grottendorf, bestätigte, Integration funktioniert im 4.100-Einwohner-Ort. Doch anfangs gab es in der Bevölkerung des Dorfes natürlich auch Skepsis. Ich muss sagen, wir haben die glückliche Situation, wir haben bis gute Konstellation, dass das Familienzentrum gleich gegenüber von der Unterkunft ist und die Aufnahme, wir waren alle skeptisch, muss man so sagen. Also ein 400-Seelen-Dorf und da reden wir gleich mal von 400 Personen, die hier zukommen, wissen nicht, was kommt. Das Ungewisse ist ganz klar. Vom Familienzentrum Grottendorf war Beate Weiser-Lindner mit am runden Tisch. Sie und ihr Team seien hauptsächlich für die gute Integration der Asylbewerber verantwortlich, hieß es. So schafften es die Mitarbeiter des Familienzentrums, trotz anfänglicher Zweifel, die Familien zu integrieren. So geben sie zum Beispiel Gitarrenunterricht und auch eine Handwerkskammer nebst Nähwerkstatt stehen zur Verfügung. Aber eine Frage dazu noch. Gibt es hier im Dorf vielleicht so ein bisschen Stolz darauf, wie klasse Sie und ihr das alles geschafft habt? Beim Erzgebirge ist es so. Also das geht so, ne? Oder geht schön. Das heißt sehr gut übersetzt. Also
Von daher macht sich da keiner eine große Platte und sagt jetzt, pass auf, ich bin der König hier und nur weil ich so gut war, hat es so gut funktioniert. Das würde schlichtweg nicht stimmen. Es hat funktioniert, weil alle mitgemacht haben, weil die einen, die wollten, den Schritt nach vorne gegangen sind und die anderen, die skeptisch waren, die ja berechtigte Kritik hatten an diesem ganzen Unterfangen, was ja vollkommen wild und out of control war, die sind ein Stück zurückgegangen und haben die anderen machen lassen. Und somit hat man sich gegenseitig respektiert. Ich habe von niemandem erwartet, dass er mitmacht. Ich habe gehofft, dass die Freiwilligen viele sind und die waren fast schon zu viele, also die waren extrem ausreichend. So, fertig, basta, geht weiter. Nächste Aufgabe. Und Aufgaben gäbe es noch genug. Auch das sogenannte Niedriglohnland Erzgebirge und die generelle Zukunft des Ortes wurden fleißig diskutiert. Zudem versuchte Michael Kern, Regisseur beim Mundarttheater des Dorfes, den Berliner Redakteuren zu erklären, warum die Mundart für die Erzgebirger so wichtig ist. Die Sprache als solches ist eigentlich ein Identifikationsmoment in unserer spezifischen erzgebirgischen Subkultur. Weil das ist ein Mittelein, das muss man schon so sagen. Und eigentlich Sachsen und Gras und Leipzig und Kamps ist alles rein klack. Kim zwar jetzt nicht ohne die aus, aber das wird eine Beratung. Weil so als Arztbeugung, so wie es früher zu DDR-Zeiten alles noch Berlin ging, so ist es mehr aus Süß, geht alles nur noch Gras, alles fort, alles gute Partie. Und wir müssen sagen, wo bleibt es. Nachdem die Diskussionen bei den Beteiligten einmal sacken konnten, fragten wir bei Bürgermeister Sebastian Martin nach, wie er die Runde empfunden hat. Ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Es war für uns ein neues Gefühl, dass wir an einem runden Tisch sitzen, mit kritischen, unterschiedlichen Stimmen zusammen und haben versucht herauszufinden, was für uns jetzt gerade das ist, also wo es hingehen soll. Die Idee der Taz-Redakteure, auch einmal in eher unbekannte Orte zu fahren und dort die aktuelle Stimmung einzuholen, kam bei Sebastian Martin gut an. Ich finde es sehr gut, weil es ist so eine weit verbreitete Meinung oder so ein Gefühl, so dass das alles zu abgehoben ist. Es ist nur noch Berlin oder es ist nur noch Dresden, aber auch Grottendorf ist Teil von dem großen Ganzen und auch wir haben irgendwo einen Wert, vielleicht nicht den größten, aber wir stellen einen Wert dar und auch da ist es spannend, mal die Sichtweise dort vor Ort einfach auch mal zu spüren für alle anderen. Also ging einher mit dem Beginn der Artikel, so ist das überhaupt eine gute Idee, nach Grottendorf zu fahren? Und wir können jetzt sagen, ja, es ist eine gute Idee, nach Grottendorf zu fahren. Den kompletten Artikel der Zeitungsmacher zu ihrem Besuch im Erzgebirge können Sie im Internet unter www.taz.de im Bereich Taz Mein Land nachlesen. Die Nachrichten am Dienstag. Schock am Freitagabend in Hohndorf bei Oelsnitz. Wie erst jetzt bekannt wurde, waren Pferde aus einer Koppel ausgebrochen und liefen der Citybahn von St. Egidien nach Stolberg direkt vors Fahrzeug. Alle vier Pferde waren auf der Stelle tot. Wie die für Bahnanlagen zuständige Bundespolizei mitteilte, konnte der Triebwagenführer die Tiere wegen einer Kurvenfahrt und der Dunkelheit nicht eher bemerken. Trotz Notbremsung hielt der Zug erst nach dem Zusammenstoß. Die drei Fahrgäste und der Fahrer der Citybahn blieben unverletzt. Gegenüber der freien Presse spricht der Geschäftsführer des Eisenbahnunternehmens von rund 7.000 Euro Schaden am Triebfahrzeug. Warum die Pferde beim Hereinholen von der Koppel durchgingen, ist indes weiterhin unklar. Den Närrinnen und Narren des Karnevalclub Schneeberg, kurz CCS, sind die Jetons ausgegangen. Mit den Jahren wurden die bisher genutzten Spielsteine immer weniger, weil sie oft als Andenken von den Kindern mitgenommen wurden. Die brauchen die Karnevalisten aber, damit sie auch 2017 wieder zu den Spielen beim Kinderfasching eingesetzt werden können. Doch das Problem wurde gelöst. 10 Teilnehmer eines Langzeitarbeitslosenprojektes namens Landart haben zwischen April und Dezember des vergangenen Jahres insgesamt 1680 neue Jetons gefertigt. Jedes für sich ein Unikat. Die Holzsteine wurden bemalt oder mit Airbrush versehen, bilden in ihrer Gesamtheit sogar einzelne Bilder. Pünktlich zur Karnevalszeit wurden die Setzkästen mit den Spielsteinen an den Geschäftsführer des CCS, Günter Pietsch, übergeben. Und er kam auch nicht mit leeren Händen.
Dem Projekt übergab er zum Dank eine Dekupiersäge. Nun kann der Kinderfasching am 26. und 28. Februar steigen. Das Landartprojekt für Langzeitarbeitslose ist bei den Eckartschulen angesiedelt und wird von der Agentur für Arbeit finanziert. Das Erzgebirge konnte im vergangenen Jahr von der starken inländischen Tourismusnachfrage profitieren und erstmals seit 3 Jahren wieder die Marke von über 3 Millionen Übernachtungen knacken. Die Zahlen teilte der Tourismusverband Erzgebirge mit. Von Januar bis Dezember 2016 wurden insgesamt 3.021.420 Übernachtungen in der Region gezählt, ein Plus von 1,1% gegenüber 2015. 1.040.631 Gäste haben im vergangenen Jahr die Region besucht, ein beachtlicher Zuwachs von 3,1% bei den Ankünften. Damit liegt das Erzgebirge deutlich über der gesamtsächsischen Entwicklung und ist unter den Flächenregionen in Sachsen die Destination mit den meisten Übernachtungen und Ankünften. Das ist das Siegerbild vom 14. Fotowettbewerb des Fremdenverkehrsvereins Seematal e.V. Es stammt von Willi Leipold aus der Kurgemeinde. Mit zauberhaften Motiven aus dem winterlichen Kurpark konnte der gleich zweifach punkten. Platz 1 und 2 gingen an ihn. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Mitgliedern der Gemeindeverwaltung, des Fremdenverkehrsvereins Seematal e.V., der Kurgesellschaft Schlema MbH und der Gästeinformation hatte die Qual der Wahl aus fast 100 eingereichten Fotos von 33 Teilnehmern. Nicht nur Bad Schlemaer und Einwohner aus benachbarten Städten und Gemeinden, sondern auch zahlreiche Gäste des Kurortes gingen mit ihren Einsendungen ins Rennen. Weil aber nicht alle gewinnen können, sollte es für Hobbyfotografen wiederum ein Ansporn sein, auch beim diesjährigen Fotowettbewerb mitzustarten. Der gelungene Schnappschuss durch eines der Kunstwerke des 3. Internationalen Kunstparcours bescherte dem Bad Schlemaer Steffen Hahn den 3. Platz. Auch in diesem Jahr wurde ein Sonderpreis ausgelobt. Dieser geht an Mirko Haude aus Schneeberg. Er überzeugte die Jury mit seiner Luftaufnahme vom ländlichen Ortsteil Wildbach. Die Preisträger wurden schriftlich informiert. Die Preise werden am 7. März um 16.30 Uhr in den Räumen der Gästeinformation Bad Schlemaer übergeben. Zu sehen sind die 10 erstplatzierten Fotos in der Gästeinformation auf www.kurort-schlemaer.de oder auf Facebook. Der Fremdenverkehrsverein Schlematal e.V. hofft auch beim diesjährigen 15. Fotowettbewerb auf rege Teilnahme. Für einige tun sich erst mit der Insolvenz von Care Energy unzählige Fragen auf, für Kunden des Stromanbieters schon lange. Intransparente Verträge, nicht nachvollziehbare Forderungen und Abmahnungen für Kritiker des Unternehmens, all das sind gelebte Praktiken, die auch Verbraucherschützer seit längerem auf Trab halten. Dass Kunden durch die Pleite allerdings plötzlich ohne Strom dastehen, kann nicht passieren, beruhigt die Verbraucherzentrale Sachsen. Care Energy liefert zunächst auch den Strom weiter. Sollte der Geschäftsbetrieb und somit die Lieferung eingestellt werden, übernimmt der örtliche Grundversorger automatisch und ohne Unterbrechung. Doch auch nach der Insolvenz laufen Verträge mit Care Energy uneingeschränkt weiter. Sie können nur innerhalb der vereinbarten Fristen gekündigt werden. Abschläge und korrekte Nachzahlungen sind weiterhin an die neue Bankverbindung zu leisten. Solange die neuen Bankdaten nicht mitgeteilt werden, sollte man die Zahlung aber aussetzen, rät die Verbraucherzentrale, bei der viele Beschwerden von Care Energy-Kunden vorliegen. Gegen das Unternehmen machen derzeit Verbraucherzentralen aus ganz Deutschland gerichtlich Unterlassungsansprüche gegen verschiedene rechtswidrige Praktiken geltend. Das Unternehmen soll 4 Stromnetzbetreibern insgesamt rund 85 Millionen Euro EEG-Zulage nicht gezahlt haben. Betroffene können sich weiterhin an die Verbraucherzentralen wenden. Unter verbraucherzentrale-sachsen.de sind viele Informationen zum Thema zusammengestellt. Die Situation auf den Straßen in Annaberg-Buchholz entspannt sich. Ab sofort werden die Sammelplätze für Abfalltonnen an der Einmündung Heimstättenweg-Ahornplatz sowie am Theaterplatz nicht mehr benötigt. Für eine ordnungsgemäße Müllentsorgung sind auf der Scheibnerstraße Halteverbote aufgestellt worden. Wichtig ist, dass die Fahrbahn nicht erneut durch parkende Fahrzeuge verengt wird. Generell sind Durchfahrtsbreiten von 3 Metern notwendig.
Auch der Ahornplatz kann von einem zweiachsigen Müllfahrzeug wieder befahren werden. Die Müllsammelplätze Eisenstückplatz, Max-Michel-Straße, Barbara-Uttmann-Platz und Farbegasse bleiben erhalten. Die beiden letztgenannten Plätze werden zum Schutz von Gebäuden um wenige Meter verlegt. Termine für die Entsorgung von Müllbehältern sind im Abfallkalender des Landkreises abgedruckt. Wenn Sie den Namen Heinrich Mauersberger hören, was fällt Ihnen ein? Wahrscheinlich müssen Sie auch erstmal scharf nachdenken. Ich sage Ihnen mal noch einen anderen Begriff, Malimo. Ja, da klingelt's schon eher. Und richtig, beides ist untrennbar miteinander verbunden. Heinrich Mauersberger war ein Erfinder. Selbst in den USA interessierte man sich für sein Schaffen. Doch von der DDR-Führung war der Mann, der den Spitznamen Wattegeist trug, weil er sein Nachtlager gleich neben der Werkbank aufgeschlagen hatte, schließlich nicht mehr geliebt. Dabei hat er ganze Generationen glücklich gemacht. Friedemann Bär erinnert an den Mann, dessen Todestag sich am 16. Februar zum 35. Mal jährte. Am 16. Februar jährte sich der 35. Todestag von Heinrich Mauersberger. Geboren wurde er am 11. Februar 1909 in Neukirchen bei Grimmitschau. Mit seinem großen Erfindergeist erwarb er sich zu DDR-Zeiten einen nachhaltigen Ruf, vor allem mit seinem geschützten DDR-Patent Nummer 8194 zur Nähwirktechnik, dem später weitere 67 anerkannte Patente folgten. Heinrich Mauersberger bleibt als stets hilfsbereiter und bescheidener Mann mit Witz und Humor in Erinnerung, der lebenslustig und immer freundlich und durch seinen beharrlichen Einsatz für den technischen Fortschritt weltweite Anerkennung fand. Der Chemiker, Kolorist, Handwerksmeister und Textilingenieur entwickelte zusammen mit dem Textilmaschineningenieurin den Prototyp einer Nähwirkmaschine vom Typ Malimo in seiner Garage. Das wichtigste Teil seiner Erfindung war eine neuartig geformte Nadel, für deren Herstellung er spezielles Werkzeug aus einer Metallfabrik benötigte. Das Urmodell ist heute im Museum in Bonn zu bewundern, nachdem es Mauersberger 1975 dem Deutschen Museum für Geschichte in Berlin übergab. Die Serienproduktion der sehr produktiven Maschine begann genau vor 60 Jahren, 1957 in Karl-Marx-Stadt. Diesem folgten weitere Entwicklungen. Malimo, zusammengesetzt aus Mauersberger, Limbach, Oberfrohna, revolutionierte die Textilindustrie der DDR und wurde in großen Mengen hergestellt und exportiert. Heinrich Mauersberger erhielt für seine Erfindung in der DDR zahlreiche Preise und Ehrungen. Trotz großem Druck trat er nicht in die SED ein. Darum wurde er aus der Kammer der Technik ausgeschlossen, erhielt Redeverbot auf fachlichen Symposien und Konferenzen. Die DDR vereinnahmte seine gesamten Lizenzentgelte auf Dauer. Nur auf Initiative westdeutscher Kollegen erhielt der sonst einnahmenslose Erfinder ab 1969 eine Ehrenpension des Ministerrates. Heinrich Mauersberger verstarb an seinem letzten Wohnsitz in der brandenburgischen Gemeinde Bestensee. Diese Gemeinde machte ihm posthum am 5. Februar 2009 zum ersten Ehrenbürger der Kommune. Und noch die Veranstaltungstipps. Im Bergbaumuseum Oelsnitz dreht sich am kommenden Sonntag alles um die Energie für den Schacht. Woher kam die Energie? Woraus wurde sie gemacht? Und wie gelangte sie schließlich in den tiefen Schacht hinein? Diese Familienführung ist eine echte Herausforderung, weshalb gleich zu Beginn ein Energieriegel zubereitet wird. Frisch gestärkt geht es dann auf Entdeckertour durch den neuen Ausstellungsbereich Energie für den Schacht. Dabei wird natürlich auch ein Blick hinter die Feuerluke geworfen. Empfohlen wird die Familienerlebnisführung ab 6 Jahren. Sie dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt kostet pro Person 7 €. Eine Voranmeldung ist gewünscht unter Telefon 037 298 93 940. Junge Karnevalisten dürfen sich in diesem Jahr auf ein besonders buntes Faschingsangebot in Annaberg-Buchholz freuen. Gleich mehrfach wird zum Kinderfasching eingeladen. Am Sonntag, dem 26. Februar, startet der Kinderfasching des ABC-Karnevalsvereins in der Talstraße an der B101 im Stadtteil Buchholz. Ein tolles Mitmachprogramm sowie eine Kinderdisco mit Alex begeistern ab 15 Uhr die jungen Gäste. Der Eintritt ist frei.
Anlässlich des Jubiläums 650 Jahre Kunersdorf lädt am Dienstag, dem 28. Februar, ein Kinderfasching nach Kunersdorf ein. In der örtlichen Turnhalle an der August-Bebel-Straße dürfen sich die Jüngsten ab 15 Uhr auf Spiel und Spaß, Musik und eine Kinderdisco mit Fantasy freuen. Außerdem strapaziert Clown Harry die Lachmuskeln der Kinder. Kelly sorgt mit außergewöhnlichen Zaubertricks für Verblüffung und Staunen. Der Eintritt beträgt 2 Euro. Das Haus des Gastes Erzhammer lockt ebenfalls mit einem Faschingsangebot für Kinder. Am 28. Februar ist die Disco Satellit im städtischen Kulturzentrum zu Gast. Von 15 bis 17 Uhr stehen zahlreiche Spiele und tolle Musik auf dem Programm. Die schönsten Kostüme werden prämiert. Und auch die Mitarbeiter der Eisarena Erzgebirge beteiligen sich am diesjährigen Faschingsreigen in Annaberg-Buchholz. Höhepunkte bilden dabei der Faschingsgaudi, der am 26. Februar von 13 bis 18 Uhr sowie am 28. Februar von 10 bis 19 Uhr auf dem Annaberger Markt mit Spiel, Spaß und vielen Preisen einlädt. Und die Gaststätte Anger im Oelsnitzer Ortsteil Neuwürschnitz ist am Mittwoch, dem 22. Februar, Schauplatz des nächsten FCE-Fanstammtisches. Aus dem Veilchenlager angesagt haben sich Chefcoach Pavel Dotschew, Athletiktrainer Werner Schupa sowie Neuzugang Albert Bunyaku und Dimitri Nassarov. Los geht's am 22. Februar um 18 Uhr. Alle Veilchenfans sind recht herzlich eingeladen. Und das war's von uns für Sie am Dienstag. Noch mehr lesen Sie bei erztv.de oder auf unserer Facebook-Seite. Gleich noch das Wetter mit den eher, stürmischen Aussichten für den Mittwoch. Wir freuen uns auch auf Sie morgen um 20 Uhr. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Gut, dass Sie dabei waren. Glück auf! Komfort für alle Generationen. Ein Großteil der Bevölkerung wünscht sich eine altersgerechte Badausstattung. Angesichts der langen Lebensdauer eines Bades stellen sich viele Menschen, auch junge, die Frage, wie sich ihr Wohlfühlbad künftigen Lebensphasen anpassen kann und wachsenden Ansprüchen gerecht werden sollte. Immer mehr Menschen träumen von einem Badezimmer, das von Kinderbeinen an bis ins hohe Alter Komfort und Funktionalität verspricht. Ein Bad, das den Ansprüchen ganz unterschiedlicher Nutzer gerecht wird. Ein Raum mit einem individuellen Badkonzept für junge und ältere Menschen zugleich. Ein Bad mit einer Ausstattung, die ein selbstständiges Leben ermöglicht, ohne dabei an das Älterwerden zu erinnern. Neben bodengleichen Duschwannen, breiten Glastüren, ausreichend Bewegungsspielraum und Produkten mit Mehrwert, wie beispielsweise rutschhemmende Oberflächen oder einen Duschhocker, Haltegriffe zum Nachrüsten, ein unterfahrbares Waschbecken, einen tiefer gesetzten Spiegel und mit Keramiken und Accessoires. Jeder möchte sein Leben so lang wie möglich in den eigenen vier Wänden verbringen. Dies gelingt natürlich nur, wenn das Umfeld so gestaltet ist, dass Barrieren kein Thema sind. Bei jeder Badplanung kommt es darauf an, individuelle Lösungen zu finden, die optimal zu Ihren Wünschen und individuellen Lebenssituationen passen. Lassen Sie sich beraten bei Bad und Heizung Schreiber. Einrichten, wohlfühlen, zufrieden sein. Dann kommen Sie zu Rekomöbel in Stolberg. Hier finden Sie auf 2000 Quadratmetern kreative Einrichtungsideen. Ob modern oder klassisch, eine große Auswahl an Küchen, Wohn- und Schlafmöbeln erwartet Sie. Bauen Sie auf die langjährige Erfahrung der Verkaufsberater. Ganz in Ruhe plant man mit Ihnen gemeinsam Ihre neue Küche, das Schlafzimmer oder den Essbereich. Gern berät man Sie auch bei Ihnen zu Hause. Freundlichkeit und Kompetenz sind dabei Grundvoraussetzung. Bei Bedarf erhalten Sie zudem ein Finanzierungsangebot ab 0% effektivem Jahreszins und man entsorgt Ihre Altmöbel.
Termingerechte Lieferung, auch bundesweit, sowie der fachgerechte Aufbauservice durch hauseigene Monteure sorgen für ein rundum sorglos Paket. Und das Beste, Sie zahlen keinen Cent mehr als in den größten Möbelhäusern. Im Gegenteil, hier überzeugt man oft mit besseren Preisen und durch ein Mehr an Service. Nicht umsonst kann das Stolberger Möbelhaus auf eine 98%ige Kundenzufriedenheit verweisen. Das hat eine Studie der Möbelakademie Oldenburg bestätigt. Außerdem wurde Reco Möbel zum 4. Mal in Folge für seinen Service und die Qualität als 5-Sterne-Möbelhaus ausgezeichnet. Ich habe bei Reco Möbel eine Küche gekauft und war mit dem Service sehr zufrieden. Es war eine tolle Beratung und die Lieferung war alles fristgerecht und zu meiner Zufriedenheit. Es wurde immer auf meine Wünsche eingegangen, es wurden neue Ideen eingebracht und deshalb empfehle ich jedem, zu Reco Möbel einzukaufen zu gehen, weil es ein tolles Möbelhaus ist. Überzeugen Sie sich einfach. Reco Möbel. Wir lieben Möbel. Und freuen uns auf Ihren Besuch. In Stolberg-Erzgebirge auf der Zwönitzer Straße 10a.